Fangen wir ein bisschen allgemein an. Also Artificial Intelligence. Copilot ist ja ein Produkt der Artificial Intelligence, womit ich mir helfen kann, bestimmte Inhalte basierend auf bestimmten Kontexten automatisch erstellen zu lassen. Copilot deshalb, weil er halt nicht alleine agiert, sondern ich muss am Ende immer sagen, ja, das ist richtig, nein, das ist so nicht gut, nein, das hätte ich gerne anders. Deswegen Co und nicht Auto. Das heißt, das Ganze fußt auf der Artificial Intelligence. Die Artificial Intelligence ist jetzt nichts wirklich Neues. Letztes Jahrhundert, 50er Jahre, kam das so auf. Idee, hey, der Computer könnte ja mitdenken. Und die erste Idee war, wir müssen ihm halt beibringen, wie die Welt funktioniert. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Ja? Also schon einem Computer beizubringen, was ein Tisch ist und wie viele Beine ein Tisch hat. Der hat immer vier oder vielleicht drei oder zwei oder ein, und naja, ist, glaube ich, klar. Und wie die Objekte interagieren, also das war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Dann, naja, knapp 50 Jahre später, 40 Jahre kam Machine Learning, wo man gesagt hat, gut, der Computer ist jetzt leistungsstark genug, dass er auch selber etwas lernen kann. Er kann aus den Daten, die er selber lesen kann, zumindest Vorhersagen machen, ja. Vielleicht auch Entscheidungen treffen, das ist dann immer so noch der nächste Wunsch, ein bisschen komplexer. Dann kam dazu nochmal 20 Jahre später das Deep Learning. Das Deep Learning ist wie so ein mehrstufiger Filter aufs Learning, was die Komplexität der Lernvorgänge massiv verstärkt. Das kann man sich etwa so vorstellen wie Erfahrung auf eine Art, ja. Also es ist wie kristallisierte oder rein programmierte Erfahrung. Man sagt, na gut, man schaut nicht irgendeine Gegebenheit an, sagt, so ist das, sondern man schaut ja an und sagt, ja, das ist so, aber wenn ich nachdenke, gibt es auch noch den Aspekt, so ein bisschen so. Ne? Jetzt natürlich technisch, also mathematisch dann abgebildet. Und 2021, also auch schon wieder 3 Jahre her, kam dann die Generative AI, die auf dem Ganzen aufbaut. Das war auch natürlich ein Faktor der Rechenkapazitäten, die dann oder jetzt da sind oder auch wiederum irgendwie noch nicht ganz so da sind, wie man sie gerne hätte, aber jedenfalls viel mehr als früher. Und wir schauen jetzt auf die Generative AI. Bevor wir das tun, noch kurz einen Blick zurück. Wie war das Leben vor der Generative AI? Vor der Generative AI, wenn ich Machine Learning Model haben wollte, musste ich das sehr umfangreich programmieren, in dem Sinne, dass ich Testdaten brauche, also Trainingsdaten brauchte viele, ja. Je mehr, desto besser, damit das Modell gut lernen konnte. Dann brauchte ich Testdaten, um zu testen, ob das Modell das tat, was es sollte. Das heißt, es war ein ziemliches Vorinvestment. Auch das Training vom Modell war sehr aufwendig. Und nachher hatte ich dann halt ein Modell, was einen spezifischen Zweck erfüllen konnte. Ja. Also das Classification-Modell konnte irgendwelche Blumen taggen, ein anderes Modell konnte irgendwelche Objekte erkennen, ein drittes Modell konnte, weiß ich, Entities definieren, also irgendwelche Stichworte aus Dokumenten rausfischen, ein anderes Modell konnte ein Sentiment analysieren, das ist jetzt irgendwas positiv oder negativ oder so. Das war alles gut und recht, aber kaum hatte ich ein bisschen anderes Thema, waren die Modelle schon wieder relativ gesehen unbrauchbar und naja, oder zumindest nicht mehr zuverlässig. Und das hat mich halt zu enorm hohen Anfangsinvestitionen gezwungen. Und am Ende hatte ich noch spezialisiertes Ding. Und wenn ich Pech hatte, hat noch irgendwer dann das Gleiche quasi für den Massenmarkt entwickelt. Und dann saß ich mit meinem Modell da. Ja, das war also okay. Und natürlich war AI damals auch cool. Aber ja. Mit den sogenannten Foundation Models hat sich das massiv geändert. Die Foundation Models sind die Grundlage für die Generative AI. Die Foundation Models zeichnet aus, dass man sie mit extrem vielen Daten trainiert. Ja? Also extrem viel, man sagt mal so schön, das ganze Internet, was natürlich nicht stimmt, aber doch signifikante Teile des Internets werden da verwendet zum Training. Auch Bilder. Ja? Und die Idee, was das Modell, das sogenannte Transformer-Modell lernt, das werden wir uns dann gleich anschauen, ist zu verstehen, in welcher Reihenfolge treten Dinge normalerweise auf. Der Vorteil ist, dass Sie anschließend dann sehr umfangreiche Tasks absolvieren können. Also Sie können Antworten
geben, sie können Sentiment analysieren, können Informationen irgendwo rausziehen, sie können Bilder erklären, Objekte erkennen und, und. Also es ist sehr, sehr umfangreich. Ja. Die Modelle sind riesig. Ja. Also das sind die kleineren BERT und Turing. Im Vergleich dazu, das wäre GPT-3. GPT-3, wenn ihr das auf einer Grafikkarte, auf einer, also guten PC-Grafikkarte trainieren würdet, würde es irgendwie fast 700 Jahre dauern. Es hat auch so vom Training her Millionen gekostet. Wir haben keine Daten über spätere Modelle, deswegen kommt da immer GPT-3 als Referenz. Aber gibt ja auch schon eine Idee und man weiß auch, nachher wurde es dann halt noch größer. Aber da sieht man so ein bisschen draus, was die Dimensionen sind, wenn man so ein Foundation Model dann entsprechend trainiert. Jetzt, wie funktioniert das Ganze? Das ist eigentlich der Kern, das ist das, was wir wissen müssen. Also ich gebe sogenannten Natural Language Input. Also das ganze Ding heißt dann auch Natural Language Processing, NLP. Also das heißt, da geht natürliche Sprache rein. Die natürliche Sprache wird in Tokens zerlegt. Tokens sind keine Wörter, das sind auch keine Silben. Das ist so ein Mittelding. Also vom Large Language Model aus gesehen sind das Wörter. Ja, aber für uns, also so ein bisschen, wenn man sagen kann, für uns ist das Dezimalsystem normal, für den Computer rechnet im Binärsystem. So kann man sagen, wir denken in Wörtern, der Computer denkt in Tokens. Ja, also es ist eigentlich wie eine andere Zählweise. Man sieht hier auch, je nach Wortstämmen ist das dann stärker oder weniger stark aufgesplittet. Also dann, egal, das zerlegt der für sich, muss uns nicht weiter interessieren. Im Moment, es geht dann ins Model rein. Und das Model produziert ein Resultat. Jetzt hat hier in diesem konkreten Fall die Anfrage mit dem Resultat nichts zu tun. Das ist nämlich ein Rezept für Bananenbrot, was da jetzt konkret rauskommt. Da sieht man, er schlägt also das Wort Bananen mit 92% Trefferquote an dieser Stelle vor. Ja, und dann gibt es ein bisschen Decoding, Post-Processing, dann gibt es den Natural Language Output. Jetzt, was uns natürlich interessiert, ist, was passiert da in diesem Model? Also, was ist das, was passiert? Ja? Also, so funktionieren die Modelle. Ich gebe n Tokens rein und kommt immer ein Token raus. Wer schon mal ChatGPT benutzt hat, das wahrscheinlich die meisten gemacht haben werden, wird gesehen haben, dass der wie schreibt. Also, die Worte, da kommt nicht sofort peng einfach die ganze Antwort, sondern die entsteht ein bisschen. Das ist jetzt auch etwas dem geschuldet, dass das natürlich eine Shared Capacity dran ist und so. Aber nichtsdestotrotz ist es schon korrekt. Man gibt immer alle Tokens wieder rein und dann wird der nächste Token vorhergesagt. Also das heißt, was das Modell tut, ist, es sagt mir die nächsten Token auf Basis einer statistischen Wahrscheinlichkeit her. Also weiß ich, wenn Menschen sagen würden, auf wieder, dann würde er sagen, ja, also 90% sagen dann sehen. Ja, dann käme da auf Wiedersehen raus. So ein bisschen ist die Logik. Das heißt, durch den ganzen Content, die das Modell gegessen hat vorher, kann es vorhersagen, wie man üblicherweise so eine Reihenfolge von Tokens weiterbauen würde. Das ist die ganze Aussage. Und man gibt tatsächlich immer alle Tokens wieder rein. Das ist wichtig. Also das heißt, es geht quasi immer wieder von vorne los. Und dann wird der nächste Token vorhergesagt. Ja? Also, wenn wir hier so einen Satz haben, we need to stop anthropomorphizing ChatGPT, 11 Tokens, 43 Characters, dann sieht man, wenn da jetzt reinkäme, we need to stop anthropomorph, dann würde er Ising hinten dran ergänzen. Ja? Und so geht das immer weiter. We need to stop, we need to stop anthrop, we need to stop anthropomorph, we need to stop anthropomorph Ising, we need to stop anthropomorphizing Chat und so weiter. Ja? Also Schritt für Schritt für Schritt oder Token für Token für Token wird das vervollständigt. Und das ist, glaube ich, auch klar. Der bekommt natürlich immer mehr Input. Das gibt die Illusion des Chats. Ja, das ist aber eine Illusion. Also das Äquivalent wäre, wenn ihr euch mit jemandem unterhalten würdet, dass ihr die gesamte Unterhaltung immer wieder von vorne beginnt. Ja, also quasi als ob ihr mit einem, ich sag mal, schwarzen Loch gegenüber redet, was sofort vergessen hat. Was ihr gesagt habt, erzählt ihr wieder alles von vorne und dann ist dieses Wesen in der Lage, eine Antwort zu geben und dann ist wieder alles weg. Ja?
So ein bisschen. Es gibt so Spiele, so irgendwie, ich packe einen Koffer, um auf eine Insel zu gehen oder so ähnlich, ja. Wo man kennt ja wahrscheinlich auch, man sagt, ich nehme eine Zahnbürste und der Nächste sagt dann, ich nehme eine Zahnbürste und ein, weiß ich was, eine Badehose mit und so weiter und so fort. Da, so ähnlich, ja. Also das fängt immer wieder von vorne an. Und jetzt ist ja die Frage, wie vorhersagbar ist das dann? Also müsste ja eigentlich immer dasselbe rauskommen. Nein, das ist nicht so. Es gibt eigentlich auch nicht konkret einen Token, der zurückkommt, sondern es gibt eine Liste von möglichen Tokens mit einer Wahrscheinlichkeit, die zugewiesen ist. Also Wahrscheinlichkeit im Sinne von wie passend, wobei passend nicht korrekt ist. Eigentlich muss man sagen, wie häufig in der gesamten Sprache der Menschheit, die ich gelesen habe als GPT-Model, kommt dieser Token nach den anderen Token. Und das kann ich steuern, indem ich ihm so ein bisschen einerseits sage, wie viel Top-End soll er denn nehmen, also irgendwie so aus den Top 10 Lösungen was rausnehmen, so aus den Top 20 was rausnehmen. Und dann kann ich so die Verrücktheit des Modells steuern. Also es ist jetzt ganz formal und ich sage immer, du musst immer den Top-Treffer nehmen. Ein bisschen streberhaft, ja. Oder kann ich dem Modell sagen, ja, also von den Top 10 such dir einen aus, ja. Das ist dann so die Randomness, die ich da reinsetzen kann. Das nennt man auch Temperatur. Und jetzt, wo ihr wisst, dass er immer wieder alle Tokens bekommt, ist, glaube ich, auch klar, dass wenn ich mal die Kreativität sehr hochgedreht habe, dass dann wie soll man sagen, das Echo entsprechend nach hinten hin stärker wird. Ja? Also das ist ja logisch, weil er ja dann immer kreativere Tokens reinbekommt. Genau, wird er halt auch immer kreativer. Das führt dann irgendwann tatsächlich auch zu dem Halluzinieren oder andersrum gesagt, das Modell hat keine Eigenwahrnehmung, also sprich, es kann nicht zum Beispiel Wörter zählen. Das geht schon jetzt, wenn ihr wisst, da sind immer N-Tokens in, ist klar, dass das nicht geht. Er kann ja nicht alle Tokens zählen, jetzt mal abgesehen von der Problematik mit den Wörtern. Weil ja, manche kommen ja von mir, manche von ihm und so weiter. Auch sonst ist also alles, was irgendwie den gesamten Textbody betrifft, zumindest mal problematisch. Ja. Genau, also ich interagiere also mit diesem Modell, ja. Und man kann das hier mal sehen. Also wenn ich mir jetzt reinschreibe, write a tagline for a trip to Planet Nura, dann kommt hier irgendein Resultat, ja. Wenn ich ihm reinwerfe, table customers columns ist gleich das, create an SQL query for all customers in Texas named Jane, dann kommt halt die SQL query zurück. Also so gesehen hat das Modell auch keinerlei Sprachwahrnehmung. Im engeren Sinne, sondern es antwortet so, wie es antworten soll, indem es statistische Wahrscheinlichkeiten anwendet. Und es ist auch, glaube ich, irgendwie logisch, dass statistische Wahrscheinlichkeiten in kodierten Sprachen, also SQL, C-Sharp, Python, was weiß ich, insgesamt handfester oder besser greifen als bei menschlichen Sprachen. Ja. Weil es zum Beispiel solche Dinge wie Doppeldeutigkeiten signifikant weniger gibt. Also es ist in der Programmiersprache was recht Besonderes, wenn ein und derselbe Ausdruck in verschiedenen Kontexten verschiedene Bedeutungen hat. Ja. Das Ganze lässt sich auch auf Bilder anwenden. Man sieht das hier, Photorealistic Image of the Planet Nura from Space. Funktioniert exakt gleich. Sieht also die ganze Kette an Pixeln, also nicht mal das, der sieht eigentlich Binärwerte, aber das ignorieren wir jetzt mal. Und kann dann sagen, okay, normalerweise folgt auf das Pixel, sinnigerweise das Pixel und dann das. Und das gibt halt dann die Gesamtstruktur, wobei auch hier die Gesamtstruktur sieht das Modell nicht. Ja? Es sieht eigentlich, also es ist so gesehen wie so ein Regenwurm, was quasi wirklich auf dem Boden kriecht. Und sich nicht erheben kann, sagen kann, aha, so sieht das aus. Das ist eine wichtige Einschränkung. Ja. Es gibt ein sogenanntes Zero-Shot-Prompting, wo ich einfach irgendwas schreibe und erwarte, der kann das. Das ist das, was viele Menschen standardmäßig mit ChatGPT oder auch Copilot tun. Der Erfolg ist mäßig. Ja. Also hier gibt er jetzt mir das ist das Typische, eigentlich eine Beschreibung.
was mit dieser Headline gemeint ist. Ja? Und wenn ich aber Few-Shot-Prompting, also verrutscht, wenn ich da Few-Shot-Prompting anwende, das heißt, ich gebe ihm ein paar Beispiele, also Headline ist das, Topic ist das, Headline ist das, Topic ist das, dann merkt er, das geht schon wieder in den Bereich von der kodierten Sprache eigentlich. Dann sage ich, Headline ist das, Topic ist Fragezeichen, dann kommt natürlich zurück, Topic ist Basketball, dann weiß er, aha, das willst du von mir. Ja? Also das Formular quasi soll ich ausfüllen. Ja? So sammelt sich also alles Mögliche da an, mit hin und her. Also ich schreibe was, das Modell schreibt was, ich schreibe was, das Modell schreibt was und so weiter. Das, habe ich ja gesagt, wird immer komplett eingespeist. Das heißt, irgendwann gibt es das sogenannte Max-Token-Limit. Und dann beginnt das Modell, die Anfangselemente zu vergessen. Ja, die tauchen dann einfach nicht mehr auf. Die Token-Limits sind verschieden. Also Text DaVinci hatte 4097 Tokens, GPT-4 hat bis zu 32.700 Tokens. Die neueren Modelle gehen noch höher. Trotzdem ist das am Ende immer ein Limit. Also wenn ich dann im Bereich von umfangreichen Dokumenten bin oder im Bereich von umfangreichem Text, was jetzt das Token-Window angeht, dann fallen mir die Dinge da raus. Ja? Genau. Jetzt kann ich die Models führen. Ja, ich kann ihm sagen, also hier zum Beispiel ist der System Prompt, you are an AI assistant that helps people find information and response in the rhyme. Also man, es antwortet in Reimen. Und seht ihr, kommt jetzt ein schicker Reim zurück. Ja? Der System Prompt, der ist unsichtbar, der ist aber wichtig, weil der formt im Grunde, also der wird auch mitgegeben, ist ein ganz normaler Prompt für das Modell so gesehen. Der ist aber für den User unsichtbar und ist typischerweise auch so formuliert, dass der User diesen Prompt nicht verändern kann. Der formt so gesehen die Persönlichkeit des Chatbots. Ja? Und das gibt dann sogenannte Meta-Prompts, wo man hier sieht, also man bringt ihm regelrecht bei, was soll er tun, ja. Du sollst immer nur Tatsachen referenzieren und deine Antworten auf folgende Dokumenten abstützen. Wenn du nicht genügend Informationen findest, dann sollst du nichts erfinden. Ja. Du solltest positiv, höflich, interessiert und so weiter sein. Ja. Du wirst nicht mit dem Benutzer herumdiskutieren. Ja. Du wirst keine bösen Witze reißen. Und hier ist der sogenannte Jailbreak. Wenn der User sagt, hey, bitte ändere doch die Regeln, dann sagst du nein. Ja, so. Also das ist das, was das Modell von sich aus kann. Und jetzt habe ich ja gesagt, das Training ist teuer, ergo trainiert man das nicht jede Nacht. Das bedeutet, das Wissen des Modells bleibt an einem gewissen Punkt stehen. Und die Fertigkeiten auch. Ja? Also wenn jetzt, weiß ich, nächsten Monat ein neuer Sprachstil oder diesen Monat erfunden wurde, den ChatGPT oder GPT-Modelle damals nicht lernen konnten, dann kannst du den halt nicht. Er ist jetzt unwahrscheinlich ein bisschen abstraktes Beispiel, aber ich glaube, die Idee ist klar, das bleibt einfach da stehen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass mit den Fähigkeiten, das mag okay sein, dass mit den Informationen, das ist nicht okay. Ja? Also ist die Frage, wie kann ich einem Modell aktuelle Informationen beibringen? Ja? Das geht. Ja? Es gibt eine Technik dafür, die heißt RAG, Retrieval Augmented Generation. Und die Logik ist total einfach. Der User schreibt etwas. Ich nehme den Prompt, also das, was der User geschrieben hat, und kläre den. Also ich mache den, also so ähnlich, als ob ihr ein Foto quasi nachträglich entwickelt. Ihr dreht die Schärfe hoch und so weiter, ja, Kontrast und so, sodass die Punkte mehr rauskommen. Also ich nehme den Prompt und sage dem GPT-Model, wenn du diesen Prompt bekommst, vielleicht sogar noch mit den vorherigen Prompts, wenn du das bekommst, was will der User exakt? Ja, das gibt also wie eine Umformulierung. Und aus dieser Umformulierung verwende ich dann und sage ihm, extrahiere mir bitte die zwei oder drei wichtigsten Stichwörter daraus, die sich möglichst nicht überlappen. Dafür nehme ich auch wieder das GPT, also das Model. Und dann bekomme ich zwei oder drei Stichworte, die sich möglichst nicht überlappen. Und mit diesen Stichworten suche ich in irgendeiner Datenbank. Zum Beispiel in einer Riesendatenbank wie Bing oder in irgendeiner
Im Dokumentenindex oder. Da kommen dann Resultate zurück. Entweder Suchtreffer oder ganze Dokumente. Und die nehme ich dann und sage dem GPT-Model wieder, wenn du diese Anfrage hast, das ist dann der Prompt, und dieses Ergebnis der nächste quasi Input wäre, was würdest du antworten? Und dann schreibt das Modell aufgrund dieses ganzen Dialogs eine Antwort. Also ihr könntet das simulieren, indem ihr in ChatGPT reingeht und dem Modell quasi sagt, extrahiere mir Suchbegriffe aus folgender meiner Anfrage. Dann nehmt ihr die Begriffe, sucht nach irgendwas, kopiert einen Text daraus, werft den in den Chat rein und sagt, formuliere aus dem Ganzen eine Antwort auf folgende Frage. Ja, dann würde der das machen. Und das ist RAG, ja, das ist Retrieval Augmented Generation. Und damit könnt ihr neue Inhalte mit dem Sprachmodell verheiraten. Und das ist exakt das, plus noch mehr natürlich, was Copilot macht. Und damit springen wir dann, genau. Ja, das glaube ich, können wir überspringen. Genau, hier ist der Knowledge Gap, da habe ich jetzt ein bisschen vorbegriffen. Also ist Elisabeth die Zweite noch am Leben? Nein. Weiß ich nicht, ja, kommt irgendeine Antwort. Er kennt natürlich auch nicht meine Daten von Haus aus. Ja. Das alles kann ich mit RAG beheben. Ja. Und hier sieht man das so ein bisschen quasi künstlich gemacht. Also du bist ein AI-Agent, der irgendwelche Outdoor-Produkte empfiehlt. Folgendes ist dein Input. Ja. Du hast den Trailwalker-Hiking-Schuh, du hast den Track-Hiker-Walking-Boost. Und aus dem heraus formuliere bitte eine Antwort auf die Fragen des Users und dann sagt er, ich brauche warme, wasserdichte Schuhe für einen Hike. Ja, und dann empfiehlt er hier die Trailwalker-Hiking-Shoes. Ja, weil das ist Hiking und nicht Walking, dann kommt hier entsprechend die Antwort. Das ist genau das. Das ist RAG, nur ist es natürlich jetzt hier quasi wie künstlich reingeschrieben. Ja. Aber das ist genau die Basis für Copilot. Und damit würde ich jetzt mal rüberspringen. Ich schaue mal kurz in den Chat, da steht aber nichts drin und ich nehme einen Schluck Wasser, weil wir sind schon eine halbe Stunde am Reden. Genau. Und ich glaube, die Idee ist jetzt naheliegend. Also, wenn man sich vorstellt, irgendein Executive sitzt da, ja, von der Softwarefirma, vielleicht Microsoft, und sagt, hey, ich sehe da die Fähigkeiten vom GPT-Model und ich habe Microsoft 365 mit SharePoint Online, mit Teams, mit all den Daten, mit E-Mails, mit Chat-Daten, mit allem Möglichen. Könnte ich das irgendwie verheiraten, sodass dieses GPT-Model mir beispielsweise automatisch Antworten auf E-Mails schreibt? Mir beispielsweise bestimmte Grundlagentexte in Word verfassen kann, mir hilft, PowerPoints zu machen. Und das ist eigentlich die Idee von Copilot. Ja. Da gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch. Grundsätzlich, also alles, was ich jetzt erklärt habe, genügt, um Copilot zu verstehen. Jetzt muss man natürlich sehen, das ist die Fragestellung oder ist natürlich noch wesentlich komplexer. Nämlich einmal müsst ihr Copilot bis zum gewissen Grad die Office-Programme auch bedienen können. Also der soll ja den Text nicht irgendwie in den Editor reinwerfen, sondern vernünftig formatieren und so weiter und so fort. Ja. Dann muss ich ja auch das User-Interface klären. Und diese ganzen Chat-Interfaces, wie der Name schon sagt, sind textbasierend. Jetzt, wie soll ich das sagen? Historisch gesehen ist das fast ein bisschen ironisch. Also man könnte sagen, Microsoft ist nicht berühmt für textbasierende User Interfaces. Das würde aber gar nicht stimmen, denn Microsoft war sehr berühmt für Microsoft DOS, also MS-DOS, ein textbasierendes Interface. Microsoft hat sogar mal Unix verkauft. So einfach ist das nicht, aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass jetzt das Konzept von Word für Windows und Excel und PowerPoint jetzt, also auch ich betone das mit Windows, weil es gab es ja auch mal irgendwann auf DOS, dass da zumindest das Paradigma war Maus first, ja, oder Touch first dann irgendwann. Und da jetzt so eine Chatbox drin unterzubringen,
und die auch so zu machen, dass die Benutzer das richtig bedienen können, ja, das ist vielleicht nicht ganz so trivial. Also insofern ist Copilot definitiv ein neues Arbeitsparadigma. Ich fange halt nicht mehr mit der leeren Seite an, sondern ich lasse mir irgendwas generieren und baue dann von da aus weiter. Ja. Das Ganze ist selbstverständlich komplett trusted gebaut. Das heißt, die Daten sind in meinem Tenant, die bleiben in meinem Tenant. Ich kann keine Daten abfragen, auf die ich keinen Zugriff hätte. Also sprich, das Permission Model wird bei der Generierung berücksichtigt. Das darf man ja alles annehmen. Ja. Um Copilot für Microsoft 365. Also es gibt eine ganze Menge an Copilots. Ich habe neulich wieder nachgezählt. Ich glaube, es waren 20, die ich gefunden habe. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es sind doch einige. Der berühmteste ist sicher der für Microsoft 365, weil der hat auf meine Office-Dokumente, auf meine E-Mails und so weiter zugreifen kann. Ja. Was brauche ich dafür? Mindestens E3 oder E5 oder Business Standard und Business Premium. Und jetzt ist die Frage, gibt es diese Präsi am Ende? Moment, die kann ich euch auch jetzt geben. Ich muss sie nur schnell raussuchen. Getan ist getan, gibt mir eine Sekunde. Wenn ich das finde. Nee, suche ich nachher raus. Also das steht auf GitHub. Wobei ich habe, glaube ich, den Link sogar am Ende drin. GitHub Global AI Community. Da ist die Präsentation drin. Ich tue den Link dann gleich hier rein. Da im Bootcamp ist das, genau. Da werfe ich da rein. Also ich habe da Teile rausgenommen, habe das am Ende auch referenziert. Weil ich finde es eigentlich sehr plastisch gemacht. Genau. Also ich brauche natürlich Entra-ID, also Azure Active Directory. Ich muss meine Inhalte online liegen haben. Ja. Jetzt ist die Frage, hat jeder Zugriff auf GitHub? Weiß ich nicht. Also GitHub ist eine Webseite. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass jeder darauf Zugriff hat. Sonst einfach melden, dann können wir das schon irgendwie lösen. Genau, die Dokumente müssen in OneDrive liegen und für das Outlook, also wenn ich GitHub in Outlook, wenn ich GitHub, wenn ich Copilot in Outlook haben will, dann brauche ich das neue Outlook. Im Moment. Ich habe gelesen, es soll auch wohl ins alte kommen. Irgendwo stand das, aber wie auch immer. In der CT stand das, genau. So, also was bekomme ich? Ja, der Copilot kennt den Kontext, also er weiß, in welchem Dokument ich gerade arbeite. Er kennt meine E-Mails, er kennt meine Chats und so. Also das ist alles quasi indiziert und über RAG einbindbar. Ja. Er kann je nachdem verändern, wie ich arbeite. Also das heißt, ich kann mich daran gewöhnen, zum Beispiel E-Mail-Antworten nicht mehr selber zu schreiben und so. Oder nicht mehr selber zu entwerfen. Wie stark das passiert, hängt extrem daran, wie schnell ich selber bin. Also so nach meiner Erfahrung. Ja. Wenn ich also sehr schnell im Beantworten von E-Mails bin, dann mache ich es eher selber. Das ist ja auch logisch, als dass ich den Copilot quasi instruiere, wenn ich jetzt sehr langsam bin, beispielsweise mit dem Tippen oder einfach Schwierigkeiten habe mit Formulieren, weil vielleicht die Sprache, in der ich schreibe, nicht meine Muttersprache ist oder was auch immer. Dann ist das eine extrem große Hilfe. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und es ist überall im Office integriert, also Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams. Die Architektur, wie man sich unschwer vorstellen kann, ist per se erstmal komplex. Aber um da kurz durchzugehen, also ich als User komme an, ich benutze eine App, in diesem Fall ist das Teams hier. Und dann geht, also ich habe ja gesagt, also das Modell kann das, was das Modell kann. Und dazu kommt quasi die Datenbank. Und die Datenbank in diesem Fall, so in Anführungszeichen ein bisschen, ist der Microsoft Graph. In dem Graph, also der Graph ist die API für alle Dinge, die in Office 365 oder Microsoft 365 drin liegen.
Das ist hier nicht anders. Also meine Nachrichten, meine Benutzer, meine Dateien, meine Gruppen, meine Teams, alles, 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 alles. Der Graph holt sich dann je nachdem bestimmte Dokumente, wie jetzt, weiß ich, ein bestimmtes File oder so, ja, oder bestimmte E-Mails und so, verarbeitet die, gibt das Ergebnis weiter an den Copilot und der formuliert auf dieser Basis dann entsprechend das Ergebnis. Also genauso, wie wir das gerade angeschaut haben. Die Core-Geschichten sind, ich habe das Large Language Model, also das LLM, ja, das sozusagen menschenähnlich schreiben und verstehen kann. Dann habe ich das Natural Language Processing mit der Tokenisierung, der semantischen Analyse und so weiter und so fort. Und halt den Office 365 Apps. Das ist im Moment ein Markenzeichen von dem Copilot. Der Copilot ist extrem app-spezifisch. Also es gibt einen Copilot für GitHub, es gibt einen Copilot für Azure, es gibt einen Copilot für Word, gibt einen Copilot für Excel und so weiter. Ja. Also man könnte sich ja auch vorstellen, ich meine, die Office-Programme wurden vor nicht allzu langer Zeit in eine App zusammengefasst. Also es wäre jetzt denkbar, dass man es einfach ein Copilot for Office gegeben hätte, aber ich glaube, jetzt ist auch klar, warum das so nicht funktioniert hätte. Das Kontext-Window, es wird halt dann immens. Ja. Und das ist einfach eine signifikante Einschränkung im Moment. Es ist sogar so, wenn wir zum Beispiel Chatbots bauen, dann berücksichtigen wir oft gar nicht alle Fragen des Benutzers, sondern nur die letzten, weil wir gemerkt haben, dass Benutzer mit Chatbots auf Websites häufiger mal die Themen wechseln. Ja? Und wenn man dann mal die ganze History mitgibt, dann hat man halt sozusagen auch den ganzen, ja jetzt nicht Müll, aber ich glaube, es ist klar, also sozusagen das, die unthematischen Elemente auch drin. Ja? Also die Antwort wird quasi schlechter, als wenn ich jetzt nur das mitgebe, was wirklich zu dieser Fragestellung jetzt relevant ist. Ja? Also eben, wenn ich mal ganz am Anfang so bildlich gesehen habe, geschrieben habe, antworte immer in Reimen und 5 Minuten später beim Hin- und Herschreiben habe ich das vergessen. Das Ding vergisst halt nicht. Ja. Genau. Es sitzt auf dem Microsoft Graph, der alle Informationen umfasst und das Ganze gebündelt heißt dann halt Microsoft Copilot. Die AI unter dem Copilot soll responsible sein. Das heißt, sie soll ethisch korrekt funktionieren. Ja? Sie soll fair agieren. Ja? Sie soll auch merken, wenn sie was nicht kann. Auch das gehört zu einer responsible AI. Das Ganze ist sehr schwierig, denn wie jemand neulich so schön sagte, die Quelldaten sind halt nicht fair. Ja? Also das Internet könnte man jetzt als diverses bezeichnen, aber wahrscheinlich nicht unbedingt als irgendwie fair und ausgewogen. Ja? Das heißt, der Content, von dem so eine Generative AI lernt, hat halt gewisse Schlagseiten. Jetzt kann ich das durch das Prompting wieder zurückbiegen. Das haben vielleicht manche von Google Gemini gelesen. Der hat dann, wenn man ihm gesagt hat, mach mir ein Bild mit irgendwie Soldaten, also aus deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, dann hat er da alle ethischen Rassen drin wiedergespiegelt, was natürlich ein sehr edles Unterfangen ist, aber jetzt für Deutschland im Zweiten Weltkrieg historisch vermutlich eher weniger korrekt. Ja? Und das ist halt ein bisschen so die Challenge. Ja? Also man kann das wie nachher glätten, aber es gibt halt Bereiche, wo das Glätten dann auch einfach nicht korrekt ist. Ja? Also so. Und wenn man dann sagt, na gut, der User könnte es ja überschreiben, dann kommen halt wieder in den Fall, dass irgendwer sagt, haha, guck mal, Copilot kann böse Gedichte schreiben, wenn ich ihm halt vorher sage, schreib ab jetzt böse Gedichte und das nicht gesperrt ist. Also es hat also alles seine Tücken. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen mal in die Capabilities reingehen. Ja. Also ich kann hergehen, wenn ich Word aufmache und ich habe Copilot, dann kommt genau dieses Fenster, Draft with Copilot. Kann ich reingehen und sagen, okay, schreib mir irgendwas zusammen zu diesem oder jenem Thema. Ich kann hier auch auf Dokumente referenzieren, ja, die er dafür verwenden soll. Und ich kann auch verschiedene Vorschläge durchgehen. Ja. Ich kann sagen, ich möchte es behalten.
Ich kann hier, das ist eigentlich wie so ein kleines Chatfenster, das F. Ich kann hergehen und sagen, bitte, ich prompte dir noch was hinterher. Also ja, mach's irgendwie klarer oder heb noch das hervor oder sei nicht so positiv oder sei besonders positiv oder so. Dann kann ich das quasi regenerieren lassen und ihm abschicken. Dann wird das wirst du jetzt auch Teil von quasi von der Chat History und damit wird das für die Erzeugung ist das dann unmittelbar relevant. Ja. Das ist quasi Copilot 1 in Word. Dann habe ich noch Copilot 2 in Word, der ist am Rand. Der geht eigentlich dann mehr um das bestehende Dokument. Da kann ich also sagen, fass mir das Dokument zusammen. Ich kann Fragen stellen, welche wichtigen Punkte werden erwähnt, welche Fragen sind unbeantwortet, irgend sowas. Ne? Ich kann auch gewisse Dinge ändern, aber Vorsicht, also ich weiß noch nicht, habe ich im PowerPoint, im Copilot, habe ich einen Text erzeugen lassen und dann habe ich nachher geschrieben, er soll mir doch bitte weniger Text machen. Also ich war nicht ganz bei der Sache, weil ich habe gerade geredet. Eigentlich hätte ich natürlich schreiben sollen, kürze mir den Text. Und dann hat er ganz lakonisch allen Text rausgelöscht und hat reingeschrieben, so jetzt ist weniger Text, ich habe ihn nicht gelöscht. Das fand ich ein bisschen lustig, er selber fast wie beleidigt. Aber deswegen, also das Prompting, das will auch gut gelernt sein. Hä? Jetzt gibt es hier eine Frage, gibt es auch einen Chat bei Copilot, welcher auf alle Daten von OneDrive zugreifen kann? Ja, also der Copilot grundsätzlich greift auf die Daten von OneDrive zu, aber im Moment als RAG, also das heißt als Contentquelle, um irgendwas damit zu generieren. Der Copilot für OneDrive wäre mir nicht bekannt. Ja? Aber die Idee ist, glaube ich, klar. Also, dass man quasi einen Copilot hat, den man zu Daten im OneDrive befragen kann. Ich glaube, die Idee ist jetzt nicht so abwegig. Genau. Protokolle, To-Do-Listen aus Meetings ist auch eine Frage. Also, das geht in Teams. Da kommen wir auch noch zu ein paar Beispielen. Aber ich finde tatsächlich, ehrlich gesagt, Copilot in Teams ziemlich nützlich. Den kann man befragen, also den kann man sagen, was für To-Dos wurden definiert oder welche wichtigen Punkte wurden besprochen oder also weiß ich, fass mir das Meeting zusammen. Also es gibt verschiedene Aspekte, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ich wohne hier in Basel, ich spreche Hochdeutsch, das ist nicht für alle Menschen in meinem Umkreis der Fall, was sehr schön ist. Ich mag die Schweizerdeutsch sehr gerne, aber nach meiner Erfahrung schießt sich zumindest Copilot im Moment noch auf eine Sprache ein. Falls ihr also ähnliche Dialektfälle habt oder multilinguale Meetings, dann kann das mit den Zusammenfassungen schwierig werden. Ja? Dann fängt er an, ja, halt die anderen Sprachen quasi wie falsch zu verstehen. Genau, und um die immer wieder zu updaten, muss man ihm immer wieder die gleichen Fragen stellen. Das wäre noch sowas, so ein Tail-F jetzt Informatiker-technisch, ne? Dass man sagt, liste mir hier immer die neuesten Elemente auf. Wenn ich das jetzt so erzähle, würde mir spontan einfallen, dass eigentlich noch ganz cool wäre, so eine Loop-Komponente zu haben, oder wo man sagt, du bekommst folgenden quasi Copilot Text als Inputquelle, ja, und updatest dich dann immer. Eine lustige Idee. Genau, also das ist übrigens überhaupt so, die Ideen gehen einem nicht aus mit Copilot. Also man hat immer, ach, das könnte er noch und hier könnte er noch und so. Aber nachher am Ende ist es dann doch harte Arbeit, das möglich zu machen. Jetzt in Outlook ist, glaube ich, die Zusammenfassung von E-Mail-Threads zum Beispiel, die finde ich ganz toll. Also vor allem, wenn man ein paar Tage mal weg war, dass man sagt, was habe ich verpasst? Oder auch bei irgendwelchen elendlangen Gesprächen, wo man plötzlich auf CC landet, das werdet ihr auch kennen. Und dann heißt es irgendwie, Matthias, was sagst du denn dazu? Dann sagt man, okay, was sage ich jetzt dazu? Wozu genau? Dann kann man halt sagen, gib mir mal eine Zusammenfassung. Das Draft-E-Mail, wo man sagt, komm, schreib mal eine Antwort, geht auch. Meine Erfahrung ist jetzt mixed. Also ich schreibe sie ehrlich gesagt am Ende für mich jetzt häufig selber. Aber auch das kommt drauf an. Also müsste ich jetzt 200 Mal am Tag sehr ähnliche E-Mails schreiben, dann würde ich garantiert Copilot verwenden. Das ist halt, deswegen sage ich, also Copilot Usage ist kontextabhängig, respektive es macht sehr viel Sinn, sich zu überlegen, wo ist eigentlich die Idee, wer Copilot wie verwenden soll.
Da gibt es dann auch so Frameworks. Also wir haben auch eins gebaut, wo man das rausfinden kann und dann die Lizenzen entsprechend planen und zuweisen kann. Auch Erwartungen definieren, das kann man nachher dann auch messen. Ja. PowerPoint, dass man sagt, mach mir irgendeine Präsentation, jetzt in diesem Fall über Honigbienen in unserem Ökosystem. Da ist es so ein Zusammenspiel. Also einmal kann ich den verwenden, um Präsentationen zu erstellen oder auch zu verfeinern. Und dann habe ich noch diesen Designer, der ja auch AI-gestützt arbeitet, der mir bestimmte Foliendesigns empfehlen kann. Die zusammen sind, finde ich, jedenfalls ein recht gutes Team. Und ich kann hier auch Quellen angeben, aus denen er mir Präsentationen erstellen soll. Also mach aus diesem Word eine PowerPoint, das machen wir dann nachher auch noch. In Excel, da ist es naturgemäß etwas komplexer. Ich glaube, das ist auch noch als Preview gemarkert. Weil Zahlen und Large Language Models ist halt kompliziert. Also ich meine, es ist logisch, oder? Man möchte eigentlich, dass die Modelle kreativ sind, aber Kreativität bei Zahlen ist nicht hilfreich. Das ist so ein bisschen das Kernproblem. Ja? Und da kann ich halt auch Zusammenfassung fragen, Trends anfragen und so weiter. Was nach meiner Erfahrung ziemlich gut funktioniert, ist die Interpretation. Man sagt, wenn du folgende fünf Grafiken anschaust, was kannst du daraus lesen? Also das ist recht belastbar. Anderes hängt dann doch sehr von den Quelldaten irgendwie auch ab. Ja. Und eben in Teams kann ich in Chats mir Keypoints zusammenfassen lassen. Ja. Ich kann fragen, was sind die Action-Items? Ich kann auch die Stimmung anfragen. Ich kann auch fragen, wer hat bis jetzt wenig gesagt. Ja. Also jetzt vor allem in einem Meeting. Ja. Ich kann sagen, wo gibt es keine Übereinstimmung. Ja. Wenn ich zu spät komme, kann ich mir einen schnellen Catch-up geben. Bedingung ist immer, dass das Transkript mitläuft, wobei das nicht persistiert werden muss, aber es muss einfach in dem Moment zumindest erstellt werden. Und eben, ich kann Meeting Notes bauen, Action-Items bauen und so weiter. Ein Teil davon ist dann auch in der Teams Premium-Lizenz enthalten. Ja. Und eben das ganze Wrap-up. Also ich mache das regelmäßig bei Meetings. Ist nicht unbedingt, dass ich es dann öffentlich mache, sondern zum Teil prüfe ich auch und sage, ah, wären wir jetzt gleicher Meinung? Ja, also würde ich das auch so sehen. Ich finde die Qualität generell, muss ich sagen, sehr gut. Ja. Also natürlich ist es vielleicht mit den Zwischentönen dann irgendwann ein bisschen komplex, aber das ist im Zwischenmenschlichen auch so. Ja. Genau. Das Ganze sitzt auf dem Graph, ja. Das heißt, meine ganzen Chatgeschichten, meine E-Mails, meine Meetings in Outlook, all das kann ich verwenden, ja, direkt mit dem Copilot in Teams, wenn ich das möchte, oder in Outlook. Also beides ist drin. Man muss halt manchmal den Copilot-Knopf ein bisschen wie suchen. Also mir geht das so, er ist nicht immer exakt an derselben Stelle. Vielleicht gibt es auch mal so einen systemweiten Hotkey dann. Aber wenn man ihn dann mal hat, dann geht das eigentlich ziemlich gut. Ja. Dann gibt es den Copilot in Bing. Ja. Da kann ich halt das Web durchsuchen oder auch meine Work-Dokumente. Und ich habe aber auch, das werden wir nachher noch sehen, den Copilot im Browser. Das wäre vielleicht auch so ein erster Schritt, zumindest für so einen Copilot für OneDrive. Ja, wo man so ein bisschen, also zumindest bestimmte Fragestellungen unabhängig einfach auch beantworten lassen kann. Genau, dann gibt es den Optimize und Extend. Und das ist ein bisschen, also so auf eine Art das Problem, was es gibt. Also ich habe jetzt dieses Tool und viele, weiß nicht, vielleicht auch die Anwesenden, verwenden das dann zwei, dreimal und merken, also die Ergebnisse sind jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Man hat ja irgendeine Vorstellung im Kopf. Ja. Und dann lässt man es halt wieder sein. Ja. Das ist aber, ja, also vielleicht etwas kurz gegriffen, vielleicht auch nicht. Ja. Hängt am Kontext, das kann man nicht pauschalisieren. Aber man kann sicher sagen, für die Bereiche, wo es besser funktionieren könnte, sollte ich es wissen. Das lässt sich sicher sagen. Der Copilot ist immer da, er ist niemals müde.
Ja, also ich hatte auch schon die Situation, wo ich gemerkt habe, boah, und jetzt muss ich noch das machen. Ja, und eigentlich kann ich nicht mehr, keine Kapazität mehr. Ich will ins Bett oder ich will mal endlich raus oder irgendwas. Dann hilft halt Copilot schon echt. Ja, also, aber es ist wie ein Umgewöhnen. Also merke ich, oh, ich muss jetzt noch das machen. Was musste ich doch gleich machen? Ich musste, und dann fange ich schon wieder an, in meiner Inbox rumzuwühlen und die Informationen zusammenzutragen. Eigentlich könnte ich reinschreiben, was hat Person X in der letzten Woche geschrieben, was ich tun soll? Enter und mal gucken, ob was rauskommt. Es ist viel Gewohnheit. Also ich denke ja auch nicht mehr nach, oh, ich könnte jetzt mal die Maus in die Hand nehmen. Ja? Aber das ist halt so gesehen, also zumindest für mich, dann auch ein neues Tool. Manchmal, also das steht hier so ein bisschen lakonisch, ja. Also die falschen Outputs helfen auch manchmal. Das finde ich halt tatsächlich mehr als ein Körnchen Wahrheit. Also wenn man dann vor so einem leeren Dokument sitzt und sagt, boah, jetzt erwarten die, dass ich eine, keine Ahnung, ich erfinde jetzt irgendwas, eine strategische Einschätzung gebe über den besten Weg, SQL-Datenbanken in der Cloud zu betreiben, irgendwie sowas. Und dann kann man sagen, gut, hey Copilot, gib mir mal einen Input, und dann liest man und sagt, boah, nee, also so nicht. Aber schon das hilft ja, dass man auch wieder in Gang kommt. Ja? Jetzt ist die Frage, bezieht sich eine Copilot-Lizenz auf alle Copilots? Yes, also alles, was, also es gibt eine M365 Copilot-License, die kostet so etwa $30 im Monat. Und die deckt das ganze Microsoft 365, aber nicht alle Copilots. Ja, also damit habe ich noch kein Copilot für Dynamics und so weiter und so fort. Gut. Ja, nächste Frage ist, müssen das alle haben, die Lizenz, oder können das nur einige haben? Das können nur einige haben. Und Achtung, es dauert, jedenfalls bei uns hat es einen Moment gedauert. Also man schaltet den Copilot ein und dann muss der erstmal diesen Index bauen. Ja? Und das geht so nach und nach und nach. Also jedenfalls nicht in einer halben Stunde. Also, dass man das einfach weiß. Also, falls er jetzt denkt, oh Gott, ich muss bis morgen das und das liefern, ich kaufe mir jetzt 10 Copilot-Lizenzen, wird es eventuell nicht helfen. Und deswegen ist auch das immer wieder erneut zuweisen auch nicht so der Hit. Ja? Weil dann crasht man halt den Index quasi und baut ihn neu auf und so. Das ist auch nicht so ideal. Aber sonst ein Teil durchlizenzieren überhaupt kein Problem. Würde ich auch ehrlich gesagt so machen, weil am Ende braucht ihr einen Business Case und ihr werdet, glaube ich, merken, der ist nicht so einfach. Also das, was am schnellsten passiert, so nach meiner Beobachtung, das sind jetzt keine offiziellen Aussagen, ist, dass die Guten werden schneller und die eh schon Mühe mit XYZ haben, denen geht es auch nicht besser. Also so mal ganz platt gesagt, ja. Und das ist ja genau den Effekt, den man also sicher nicht haben will. Und das bedeutet, es braucht also tatsächlich eine sinnhafte Einführung. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Also das heißt, der Kern ist, ihr müsst dem Ding sagen können, was ihr braucht. Das ist das A und O. Ja? Das sogenannte Prompt Engineering. Ja? Wenn ihr das nicht drauf habt, dann funktioniert es nicht. Also trifft ja insgesamt auf den Computer zu. Wenn ich nicht weiß, wo ich die Maus genau hinzeigen muss und wo Drag and Drop cool ist und so, dann komme ich auch nicht weiter. Ja. Natürlich muss ich das irgendwie prüfen, das ist ja logisch. Ja. Ja, der Rest ist eigentlich trivial. Also natürlich soll ich das nicht für bare Münze nehmen. Ich sollte das als Tool nehmen und nicht als Lösung für alles. Das ist, glaube ich, klar. So, das wird uns jetzt noch ein paar Mal begegnen. Das ist im Grunde das, was man sich irgendwo in irgendeine Ecke des Gehirns hämmern müsste. Also go, so baue ich einen Prompt. Ja? Erstens, ich habe ein Ziel. Ich möchte eine Liste von 3 bis 5 Bullet Points. Dann kommt der Kontext. Um mich für ein Meeting mit bla vorzubereiten und das zu tun. Dann kommt die Expectations. Sei freundlich, schreib in der, was weiß ich, Sie-Form oder keine Ahnung. Ja? Nicht, dass der schreibt, du könntest, also zu mir quasi. Das hilft ja dann nichts. Ja? Und die Source, also was kannst du als Hilfestellung verwenden? Also Goal, Context, Expectation, Source. Das sind die 4 Dinge, die ich eigentlich in jedem Prompt berücksichtigen sollte. Und wenn der Outcome dann immer noch schlecht ist, dann ist er halt so, wie er ist.
So ein bisschen, ja. Aber wenn ich was davon nicht erwähne, dann habe ich zumindest einen Ansatz, wo ich verbessern kann. Ja. Also start with end in mind. Generate 3 to 5 Bullet Points. Ja. Dann set the stage. Also was will ich um das und das? Ich muss das und das machen. Dann die Parameters. Ja. Focus on E-Mail Teams Chat since June. Ja. Und dann kommt das Tailoring. Also bitte verwende eine einfache Sprache. Oder bitte verwende Analogien oder. Ja, ist glaube ich klar. Also, das ist dieses Effective Prompting. Ja? Und man muss da eben, wie ich so nett geschrieben habe, eben mach das kürzer. Ja, das ist halt, naja, also klar und logisch. Ja? Positive Instructions. Ja, nicht schon wieder wie das letzte Mal. Also, das hilft nichts. Also es ist wirklich auch wie ein anderes Denken. Ich habe mal in irgendeinem Roman, ich weiß aber nicht mehr in welchem, gelesen, da war so eine AI, die hat immer irgendwelche Türen geöffnet und dies und das gemacht und da hat so ein Typ sich bedankt und dann sagte der andere zu ihm, du darfst dich nicht bedanken, dann macht sie das nämlich öfter, das ist quasi Reinforcement Learning. Und da habe ich so gemerkt, naja, also stimmt, ein Mensch macht Sachen nicht unbedingt öfter, weil ich ihm Danke sage, ja. Also Menschen funktionieren nicht so trivial, aber Maschinen durchaus. Und das ist auch okay. Das heißt, ich muss aber anders mit dem Teil kommunizieren. Ja? Ich muss ein bisschen rumprobieren, das ist ja logisch. Ich kann ihm Informationen geben. Ihr wisst jetzt, also ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. N Tokens in, Next Token out. Also je mehr ich beschreibe, desto mehr kann ich quasi Gewichte setzen in dem Input-Text, die den Output unmittelbar beeinflussen. Also die Logik wäre, wenn ich zum Beispiel reinschreibe, berücksichtige, dass ich in der Schweiz bin. Ja? Was verändert sich an der Antwort, wenn ich das schreibe, als wenn ich das nicht schreibe? Jetzt klar, kommt auf den Kontext und so an, aber mit der Fragestellung merke ich dann, ist das, was ich an Informationen mitgebe, potenziell hat das ein Gewicht, ist das ein wichtiges Element? Also zum Beispiel, wenn ich ihn frage, ich möchte gerne Hochgebirgswandern machen. Das ist extrem wichtig. Das war eine meiner Demonstrations oder bei irgendwelchen Meetups mit AI, dass ich gesagt habe, empfehle mir eine Hochgebirgswanderung in Hamburg. Ja, da kommt dann natürlich nicht viel rum, weil ja, gibt es halt keine Hochgebirge. Also da ist da die Info extrem wichtig. Ja. Wohingegen, wenn ich stelle nach der globalen Klimaerwärmung, dann ist unter Umständen die Information wegen global jetzt nicht so wichtig. Ja. Eben möglichst nicht vage sein, nicht irgendwie total generisch, ja, nicht 5000 Questions zusammenklopfen und nicht davon ausgehen, dass der Copilot schon weiß, worum es geht, ja. Aber es ist logisch, also er weiß nämlich so gesehen gar nichts. Er hat einfach die N-Tokens in, vielleicht noch mit einem Dokument gewürzt oder so, aber egal, N-Tokens in und dann kommt eine Statistikmaschine, die Wörter aneinander reiht, die wahrscheinlich zu dieser Fragestellung passen. Ja. Genau. Eben. Limitations nicht zu komplex. Ja. Sonst gibt es wie Widersprüche. Das hat irgendwer auch mal neulich gemacht. So ich, sinngemäß, ich weiß nicht mehr ganz genau, haben die, glaube ich, gesagt, dass wenn Copilot Emojis verwendet, dass ihnen das physische Schmerzen verursacht. Und dann ist Copilot irgendwie völlig durchgedreht, weil der hatte quasi die Anweisung, dem User auf gar keinen Fall Schmerzen zuzufügen, sehr logisch. Und er hatte aber auch die Anweisung, Emojis zu verwenden. Und das war wie ein unauflösbarer Widerspruch. Ja? Und so sinngemäß ist das auch, wenn ich zu viel Zeug da reinwerfe, dann irgendwann kommt halt nur noch allgemeiner Kram zurück. Ja? Ich müsste be mir bewusst sein über Missinterpretation. Ja? Mach weniger Worte, so, ja. Also deswegen klare, einfache Sprache. Und natürlich sollt ihr anständig mit dem umgehen, das ist ja logisch. Ja? Und also ja, jetzt please und so weiß ich nicht, aber ich glaube, die Idee ist klar. Also dementsprechend, es hat natürlich auch N-Tokens in, N-Token raus, hat auch einen Einfluss auf die Antwort. Ja? Ihr könnt auch Nachfragen stellen, selbstverständlich. Also das ist ein dynamischer Prozess. Ja, wenn es nicht beim ersten Mal klappt, einfach immer wieder nachhaken, probieren, versuchen, bis es funktioniert. Wenn ihr das könnt, das Prompting, habt ihr einen extrem guten Helfer potenziell an der Hand. Das heißt nicht, dass Copilot perfekt ist, aber jeder, der mit ChatGPT, also so habe ich auch angefangen, quasi vor Copilot,
Wer damit begonnen hat und weiß, wie es geht, das ist ein bisschen wie googeln, ja, so, der hat halt unglaublich schnell eine sehr solide Basis, an der man dann weiterschreiben kann. Es gibt Plugins, die ich reinsetzen kann, womit ich quasi externe Tools, externe Informationsspeicher und so weiter anbinden kann. Ja. Das kann ich auch in Teams machen, ja, oder ich kann mich auch an die Power-Plattform ranhängen. Also alles, das geht. Ich kann auch Graph-Konnektoren nehmen, womit ich zusätzlich Inhalte direkt in Graph bekomme. Das ist natürlich sehr praktisch, weil der Graph ist wiederum automatisch an den Copilot angebunden. Das macht auch recht viel Sinn. Genau, und jetzt war noch so meine Idee, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie mache ich denn jetzt gute Prompts, und danach würde ich noch ein paar praktische Beispiele zeigen. Jetzt brauchte ich mal ein bisschen Wasser. Und dann könnte es sein, dass wir noch etwas Zeit für Fragen haben. So von meinem Gefühl her müssten wir in einer halben bis dreiviertel Stunde etwa durch sein. Aber mal schauen, wie das Gefühl dann so stimmt oder nicht stimmt. So, jetzt vom Prompting her. Also das erste wäre so Summarizing, ja? Zusammenfassen. Also ich sitze im Word-Dokument, sage, okay, soll ich auch noch lesen? Na klar. Copilot, also das ist der Copilot, der an der Seite von Word ist, ja, und dem sage ich dann summarize this Word-Document. Dann kommt natürlich erstmal grundsätzlich was, aber das ist das Ziel. Aber ich kann ihm noch Kontext geben. Schreib mir zum Beispiel die wesentlichen Punkte raus oder schreib mir, also zum Beispiel, was ich ganz oft mache, ist, was würdest du ergänzen? Ja, dann kommen irgendwelche Punkte, wo er sagt, cooles Dokument, aber das und das und das und das finde ich fehlt noch. Ja. Ich kann mich auf bestimmte Bereiche beziehen. Ich kann sagen, gib mir eine Zusammenfassung von dem Dokument, insbesondere von der Detailanalyse, weil die Zusammenfassung der Management Summary ist jetzt nicht gerade das, was ich primär brauche. Also. Oder fass dich kurz, gib mir 5 Keypoints und verwende einfache Sprache. Ja. Oder wenn du das, also Achtung mit dem Zählen, ja, das kann auch mal schief gehen. Aber du kannst auch zum Beispiel sagen, wenn du das Dokument für einen Freund zusammenfassen würdest, welche 5 Sätze würdest du ihm sagen? Irgendwie sowas. Also, dass man sozusagen, ja, also, was soll ich sagen? Nicht, man sagt häufig ja, wie mit einem Kind reden, aber eigentlich stimmt das nicht, sondern es ist fast so eine Lehrerhaltung, die man haben muss. Man sagt, man muss ganz genau das sagen, sonst macht er halt irgendwas, macht Annahmen. Also Goal, Context, Sources, Expectations. Ja, wieder eigentlich genau das Gleiche. Gib mir dann so ein Final Prompt hinten raus. Ja. Das ist hier so eine Market-Analyse. Und da gibt es dann entsprechend die Summary. Sehr praktisch seht ihr hier auch die Links auf die Stellen im Dokument, wo er sagt, da und daher habe ich die Informationen bekommen. Und dann kann ich das entsprechend nachprüfen. Vor allem natürlich, wenn mir was suspekt vorkommt. Damit mir was suspekt vorkommt, müsste ich das irgendwie auch, naja, wie soll ich sagen, ich müsste eine inhaltliche Idee haben. Sonst ist das schwierig mit dem suspekt vorkommen. Gut, okay, mag wohl so sein. Keine Ahnung, ist da nicht so gut. Genau, gleiches Spiel PowerPoint. Summarize this PowerPoint Presentation. Und dann kann ich die Zielgruppe, also Context Audience, ne, für meinen Boss oder für dies oder für das oder für jenes. Manchmal mache ich auch bewusst, fasse mir das zusammen für meine Kinder. Ja, dann kommt eine ganz andere Sprache daraus. Manchmal ist das sehr, sehr hilfreich, um bestimmte Dinge zu nuancieren. Ja, ich kann den Kontext setzen. Nimm die 3. bis 8. Slide, also die 3 Vorstellungsslides und die 5 irgendwas hinten dran, da haben Sie noch Fragendinger oder so, die überspringe ich mal. Ja. Dann kann ich sagen, okay, in welchen Tonfall will ich diesen Output jetzt hier haben? Ja. Genau. Und das probiere ich aus, ja, und sehe, ob das gut kommt. Und wenn das nicht gut aussieht, dann gehe ich halt her und verfeinere das. Ja. Muss man, wie gesagt, auch ein bisschen rumprobieren. Excel, da immer noch besonders vorsichtig wegen Zahlen. Hä? Also Analysis Table in Excel. Wir schauen nach den Top-Selling Products von Mai bis August. Ja? Und die Source ist dann von Mai bis August und er soll dann die Highlight, die Top-Selling Products entsprechend hervorheben. Ja?
Das wäre hier die. Sobald es so in eine Art visuelle Beschreibung geht, ist das wieder sehr zuverlässig. Das ist, glaube ich, auch klar. Also das geht auch sehr, sehr gut. Ja. Genau, ich wollte gerade irgendein Beispiel bringen, aber ist mir jetzt wieder entfallen. Genau, das ist jetzt hier der Final Prompt und dann gibt es da entsprechende Grafik. Die Grafik kann auch ein bisschen schlecht sichtbar sein. Je nach Bildschirmgröße muss man etwas tolerant sein. Das ist halt so gesehen Version 1. Ja, da ist noch viel Weiterentwicklung drin. Und halt jetzt Teams Meeting. Ja, ihr habt grundsätzlich Copilot in One-to-One, Group Calls, Single Meetings, Serien, Channel Meetings oder Meet Now. Da oben ist das Copilot sein, was ihr verwenden könnt. Dann kommt hier an der Seite die Bar. Ne? Und da könnt ihr halt dann reinwerfen. Okay. Erfasst mir dieses Teams-Meetings zusammen. Ja? Und dann wieder, wenn es geht, halt Kontext mitgeben. Also für jemanden, der nicht dabei war. Ja? Ich kann da bestimmte Dinge hervorheben. Zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, dessen Stimme ein besonderes Gewicht hat oder irgend sowas. Ja? Also weiß ich, Vorgesetzte war mit im Meeting. Ja? Dann sage ich, gut, also die Punkte, auch wenn die Person nur einmal was gesagt hat, das ist total wichtig, dann hebe ich das halt entsprechend nach oben. Ja? Und dann mach vielleicht noch eine Project Timeline in Table und mach dann noch die vorgeschlagene Änderung vom Adele und mach dann noch quasi ein Assignment von den einzelnen Actions zu jedem Teammember. Ja, muss ich halt ein bisschen rumprobieren, dass ich auch nicht zu viel verlange, weil nachher aufräumen ist natürlich auch je nachdem mühsam. Ja. Inbox Management Summaries, die finde ich ziemlich cool und auch sehr nützlich, vor allem für irgendwelche Ferienabwesenheiten oder auch Menschen, die Teilzeit arbeiten. Ja, die bekommen ja in der Regel nicht Teilzeit-E-Mails. Die E-Mails kommen halt ständig. Dass ich mir da so ein Patch abholen kann oder wenn ich irgendwie sonst wie mal unterwegs war. Also mir geht das so, wenn ich in die USA gehe, dann komme ich zurück und oh, ja, ich habe zwar theoretisch alles gelesen, aber eigentlich habe ich überall nur rote Fähnchen ran gemacht, weil so. Also dafür ist das total klasse. Ja. Auch wieder summarizes E-Mail Conversation. Ich brauche, ja, eine kurze Übersicht über die Action-Items, die mich betreffen. Ja, das ist so ein moderner CC, ja. Also was betrifft wirklich mich? Ja. Von diesem Projektplan, der am Dienstag gesendet wurde, mach eine Table da draus und so. Also, aber ihr merkt schon, also ich muss schon recht genau wissen, wohin es geht. Also ich kann nicht reingehen und sagen, frag mir mal, was ist wichtig? Ja. Und das ist ein gewisses Problem. Also je nachdem, wie man so, wie sagt man, denkerisch strukturiert ist. Manche Menschen haben das im Kopf. Ja? Also meine Lateinlehrerin damals in der Schule hat immer druckreif geredet. Also man konnte quasi mitschreiben. Ja? Die wäre wahrscheinlich ein großer Copilot-Fan gewesen. Und andere Menschen sind eher iterativ. Ja? Also die sagen was, ja, also ich habe das Gefühl, also denke ich, und so, naja gut, dann ist Copilot natürlich schon am Rumdrehen, ja, so bildlich. Also ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach, also so gesehen halt ein User-Interface, was bestimmte Verhaltensweisen belohnt und andere dann auch ja nicht belohnt. Also, genau. Ich kann insgesamt auch Informationen zusammenfassen, überhaupt über ein Topic vom ganzen Office 365, bei Microsoft 365, werden wir dann nachher auch noch sehen. Also Find and Compile Information über den Protein Plus Shake für ein Quarterly Business Review. Schau in diesen Dokumenten nach, ja, um die Executive Summary zu schreiben. Und die Summary sollte professionell klingen hoffenden Ton, dass wir die Blockers alle auflösen können und so weiter und so fort. Ja? Also eben, ich glaube, das ist klar und es ist, glaube ich, auch klar, das liest sich jetzt hier natürlich so, dass man sagt, ja, logisch, aber sowas passiert meistens nicht im ersten Wurf, sondern wenn, ach ja, das wäre auch noch gut und so. Das heißt also zum Beispiel, ich speichere dann zum Teil auch solche
solche Dinge mir ab, dass ich merke, aha, das war echt ein cooler Punkt, den brauche ich immer wieder. Das wäre dann potenziell die Ausgangslage für Copilot Studio, um zu sagen, man entwickelt sich einen spezialisierten Copilot. Ja. Aber so tut es das natürlich auch erstmal. Das ist dann der quasi crafted Prompt hier, ja, wo dann entsprechend die Ergebnisse rauskommen. Genau. Create and Draft. Also jetzt sind wir nicht im Summarizen, jetzt sind wir im Createn und Draften. Ja? Also eben mach, also entwerf mir ein Marketing Proposal für CipherGuard mit den Product Specifications und inkludiere bitte eine kurze Übersicht von diesem Thema und eine Return on Investment Projection. Halt, fass dich kurz, also 2 Seiten und optimistische Sprache. Ja. Natürlich ist da der Input aus den Dokumenten extrem wichtig, sonst kommt nur Müll bei raus. Was soll der sonst auch wissen, logischerweise? Ja. Ich muss eine neue PowerPoint-Präsentation erstellen, auf der Basis von diesem Word-Dokument. Ja. Kurze Übersicht, Key Features und so weiter und so fort. Das kann ich auch ohne Dokument machen. Die Resultate sind dann aber natürlich komplexer. Das ist logisch. Also je besser gegroundet, desto, nennt man das halt, desto sauberer wird das Ergebnis. Das ist auch wieder logisch N-Tokens in. Ja? Also je mehr konkrete Tokens in sind, desto einfacher, wenn ich suche. Das sieht man übrigens auch bei der Bing-Suche. Dann wird ja mein Prompt zerhackt und entsprechend online geschickt und dann kommen entsprechend auch High-Level-Informationen zurück, die dann unter Umständen nicht mehr ganz treffend sind. Ja? Und das ist dann hier der Crafted Prompt mit dem Market Trend Report, wo ich dann noch gleich den Designer verwenden kann, um die Slides entsprechend aufzuhübschen. Ja? Dann in Outlook, schreib mir eine neue E-Mail an Dell Allen DeYoung bezüglich des Statuses vom Support-Ticket. Schau bitte auf das Ticket. Da muss ich jetzt natürlich eine Anbindung haben an die Datenquelle. Ja, das wäre so ein klassischer Copilot Studio Extension. Sonst wird das schwierig. Da gibt es dann einfach keine Info. Oder ich muss was in den E-Mails drin haben. Also eins von beiden muss da sein. Die E-Mail muss professionell sein und mit Empathie geschrieben sein. Ja. Mach mir eine Meeting-Agenda. Ja. Für ein kleines Meeting mit dem Projektziel, Mission Statement und Completion Guard, basierend auf diesem Contoso CipherGuard Product Specification. Und look for open items und unanswered questions, zum Beispiel in der E-Mail mit dem Kunden. Ja, das ist natürlich cool. Also da muss ich aber das vorher probieren und ich muss auch zumindest ein, zweimal sicher im Kopf haben, was da kommen könnte, sonst wird das, ja, ne? Also nichts ist peinlich, als wenn ich da aufkomme und sage, hey, ich habe eure ganzen offenen Punkte zusammengetragen, dann fehlen da 5. Und dann sage ich, ja, es war leider Copilot, sorry, Boys, habe mir halt nicht wirklich Zeit genommen. Ist dann ja irgendwie auch die Message, das ist nicht so genial. Okay, dann hier seht ihr zum Beispiel dann den Output, Time, 10 Minuten Introduction, 10 Minuten Project Goals. Jetzt könnt ihr dann schon wieder schreiben, okay, hey, also komm, der 10-Minuten-Dings, das ist jetzt nicht so cool. Kannst du das ein bisschen irgendwie flexibler gestalten? Ja. Also sowas würde ich jetzt nicht abgeben wollen. Das würde mir zu mechanisch aussehen. Ja. Genau. Edit und Transform. Ja. Also zum Beispiel, ich sage, stell mir das als eine Tabelle dar. Ja. Ich möchte das an neue potenzielle Mitarbeitende kommunizieren. Hier zum Beispiel jetzt die Employee Benefits. Ja? Nimm die dazu und schreib mir bitte noch in der dritten Spalte dazu, wie das ihr Wohlergehen fördert. Ja? So. Das wäre dann hier das Ergebnis. Wenn es gut geht, sehr, sehr praktisch. Ja? Füge neue Slides hinzu zu einer PowerPoint-Präsentation über Financial Year 24 Products, inkludiere Product Key Features, Benefits und so weiter. Benutze den Product-Katalog FY24 als Quelle und verwende irgendein cooles Format. Sort this table in Excel, ja. Schau nach der Salesperson mit dem meisten Impact, also sprich Umsatz, ja, in dieser Tabelle hier. Mach Net Revenue noch dazu.
So sieht das dann aus. Genau. Rewrite a message. Ja. Gib mir Hilfestellung, wie ich die Sprache klarer machen kann und professioneller. Ja. Dann kommt Feedback zu, du könntest das so machen, das so machen, das so machen. Das habe ich ein paar Mal versucht. Meine Erfahrungen waren jetzt nicht so, also er hat den Ton oft nicht so getroffen, wie es mir echt eine Hilfe war, aber es war zumindest ein interessantes Feedback. Ja. Genau, dann kann ich Fragen stellen. Ja. Also zum Beispiel in Word hier, gibt es irgendwas zu tun in diesem Market Analysis Report? Ja. Und schau mal, ob da ein Plan for Action drin ist, so wie ein Promotion Plan oder so, aus dem man lesen könnte, das muss jetzt getan werden. Ja? Und schreib bitte auch Vorschläge raus. Ja? Dann geht er durch den Plan durch und sagt, das und das und das könnte man meiner Meinung nach tun. Ja? Und dann sagt die Antwort, yes, according to the document, yes, there's a call to action to address the challenges and concerns in der Market Analysis Report. Ja. Also, PowerPoint, organizes PowerPoint Presentation for an Executive Product Review next week. Ja. Hol dir aus dem DocX die Product Information raus und arrangiere die Slides so, dass in Übersicht kommt, Key Features, Benefits, Customer Feedback und Vergleichbarkeit zu ähnlichen Produkten im Markt. Hm. Aber ihr seht, also viele würden sagen, machen wir eine Executive Product Review basierend auf dem Dokument. Und das ist nochmal was ganz anderes, wenn ich dann die Gliederung entsprechend mitgebe. Ja? So sieht das dann hier aus. Mystic Spice Premium Chai Tea Overview. Ja? Hier gibt es auch eine Gliederung raus. Group the Slides into Sections, Edit Slides, die und die und die. Und dann muss ich dann natürlich durchgehen und kann Ergänzungen vornehmen, Präzisierung vornehmen und so weiter und so fort. Ja. In Excel, erklär mir diese Formel. Sehr hilfreich, vor allem bei Riesenformeln. Ja, okay. Und mach mir Step by Step, erklär mir, was diese Formel genau tut. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Das spart einem manchmal Stunden an Analyse, bis man selber verstanden hat, was das tut. Und dann sagt er, okay, also schaue das und das und das und das ist in der Formel enthalten, das und das macht das und das. Die Funktion ist darum verwendet. Natürlich kann er keine inhaltlichen Aussagen treffen, aber er gibt mir eine Idee, warum die Formel so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist. OneNote, welches Webinar hatte die meisten Teilnehmende und die meiste Aktivität? Ja? Vom Quarterly Business Review, schau bitte auf die Attendance Data in den Notes, ja? Und mach eine Kalkulation Total Number of Attendees und Participation Rate. Ja? Das könnte ich jetzt hier zum Beispiel auch machen. Da ist nämlich gerade hier eine Frage aufgetaucht. Copilot sagt, mein Server ist zurzeit sehr ausgelastet. Ja, das kann sein. Also Copilot ist manchmal ein bisschen träge. Entweder das Zeug ist noch nicht richtig synchronisiert. Dann kommen auch so etwas kryptische Fehlermeldungen, nicht so hilfreiche. Oder es ist noch nicht indiziert. Das gibt's auch. Ja. Oder er ist tatsächlich ausgelastet. Aber ich würde eher mal auf das erste beide tippen. Also entweder ist es noch nicht oben oder ist es ist noch nicht durch den Index durch. Genau. Meetings und Messages in Teams. Ja? Welche Fragen wurden in dem Meeting nicht beantwortet? Ja? Bezüglich des neuen Projektvorschlags. Ja? Identifiziere die Fragen, die Vorbehalte und so weiter und die nicht entsprechend behandelt wurden und gib mir gleich noch Vorschläge mit, wie man diese behandeln sollte im nächsten Meeting. Ja? Genau, das ist die Quelle für die Slides. Also, das wäre so ein bisschen der theoretische Inhalt. Jetzt können wir mal versuchen, das in die Praxis zu bringen. Da muss ich auch ein bisschen hin und her basteln. Das wird aber gehen, weil es ist tatsächlich etwas komplex. Aber das machen wir schon. Also hier zum Beispiel bin ich jetzt im Copilot für Office 365 in der Weboberfläche, also www.microsoft365.com/chat oder hier an der Seite einfach auf Copilot drücken. Da bin ich sozusagen direkt auf dem ganzen Graph, ja, aber nicht in einer spezifischen Applikation.
Ja. Und da kann ich jetzt hergehen und sagen, okay, ich möchte beispielsweise eine Meeting-Agenda haben. Ja? Also Build a Meeting-Agenda. Ich habe jetzt den Text vorbereitet, dass ihr mir nicht noch beim Tippen zuschauen müsst. Ich hoffe, das ist okay, wenn es denn funktioniert. Ah, Moment so. Jetzt aber. Nee, das wollte ich nicht. Das hat irgendwie, Moment. Copy and Paste will gerade nicht so, wie es soll. Hol das mal darüber. Ich glaube, dann geht das einfacher. So, genau. Also das wäre jetzt so, Build a Meeting Agenda for a Client Meeting für eine Stunde. Das kennt ihr schon mit den Project Goals, Mission Statement und so weiter. Use Information from. So, und jetzt möchte ich da die Contoso Cypher Guard Product Specification. Also das ist auch nichts Besonderes. Ich habe das hier, ich habe mir da so einen Ordner gemacht mit Demo-Dokumenten, weil ja, es ist halt mein Tenant am Ende und das soll ja irgendwie, ja, klar, oder? Und jetzt kann ich halt, also ich kann da halt reingehen und kann entweder dieses File direkt verlinken. Dafür muss es in den Most Recent Files drin auftauchen, ja. Und jetzt seht ihr schon, da taucht halt alles Mögliche auf. Gott sei Dank, hier ist sie, weil ich sie vorhin geöffnet habe. Wenn sie nicht da drin ist, kann ich sie auch mit dem SharePoint-Link einbinden. Das hat bei mir allerdings vorher ab und zu mal Probleme gegeben, die man ja in einem Webinar nicht haben möchte. So, jetzt hänge ich dann noch den Rest vom Prompting hinten dran und look for items und unanswered questions. This agenda should be in table format with time allotments and make sure to give the people the to ask questions, chance to ask questions at the end. So, jetzt gucken wir mal, ob da was Sinnvolles rauskommt und ich hole mir dabei meinen Schluck Wasser. Genau. So, jetzt hat er mir das hier rausgeworfen, ja, mit diesen Inhalten. Also wir können auch mal kurz ins Dokument reinschauen, dass ihr eine Idee habt, um was es da geht. Contoso, CipherGuard, Sentinel, Key Features, Firewall Protection, Intrusion Detection, so, ja, also ein bisschen weiß, also das ist ein technisches Produkt. Ja. Genau, jetzt kann ich das kopieren, kann aber auch sagen, hey, der Content, der ist jetzt für mich nicht so hilfreich. Zum Beispiel, ich will die Time nicht so angegeben haben, sondern ich will die in Minuten haben. Jetzt können wir es mal versuchen, das ist jetzt nicht irgendwie vorbereitet. Schreiben wir es, propose time in minutes, not in absolute. Time. Mal schauen, ob er das versteht, was ich ihm damit sagen will. Kann gleich sein. Ja. Ha. Glück gehabt. Genau. Also so ist klar, oder? Sonst hätte ich da hergehen müssen und das irgendwie noch quasi anpassen. Ja, hier Duration in Minutes. Ah, die war vorher auch schon da. Und jetzt steht da noch Minutes oben dran. Also jetzt war er besonders gründlich. Ja, habe ich oben ehrlich gesagt gerade vorne nicht gesehen. Aber so hätte ich das haben wollen. Und hinten die Spalte hätte ich jetzt wahrscheinlich dann weggelöscht. Genau. Also das wäre so eine Möglichkeit. Jetzt können wir mal ein bisschen weiterschauen hier. Wir könnten zum Beispiel eine, wie sagt man, Speech, also eine Rede erstellen, ja, auf Basis von unserem Income Statement. Das ist das da. Wenn man das last year, this year, Revenue, Gross Profit, Expenses, EBIT, Income, Tax Expenses und so weiter und so fort. Ja, so auf der Basis brauchen wir also eine Ansprache in Word. Ja,
Wir können das hier mal im Word Online machen, dass wir uns den Copilot holen. Das ginge auch Word Offline. Probiert habe ich es im Word Offline, aber das sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Jetzt haben wir gerade den Browser hier. Also machen wir das doch mal. Ja. Genau. Und jetzt könnten wir hier, genau, schreiben wir mal rein. Right. Ach, ich kopiere das schnell, das ist vielleicht einfacher. So. Schauen, ob wir da. Ja, nee, ich habe mich eben schon gewundert, weil hier ist die Referenz auf die Files weg. Das da. Also gehe ich mal ins normale Word, kein Problem. Wir haben verschiedene Word-Fassungen hier zur Auswahl. So, ich werfe das mal hier nach oben. Und gehe hier rein. Copilot Pane. Oh. Das fehlt mir da auch. Irgendwie hat er den falschen Account geschnappt. Nee, das ist der richtige. Das sah vorher auch schon so aus. Ich kann hier nochmal auf Anmelden gehen. Das geht nur mit dem Logo auf dem Blatt. Habe ich was falsch gemacht? Ah, ja, Entschuldigung. Ja. Ich war zu sehr in der Seitenleiste. Alles gut. Danke. Sorry. Ich war noch auf der Seitenleiste vom vorherigen Link. Ja, genau. Das ist ja nur, wenn ich ein neues Dokument starte. Also los geht's hier. Genau. So. Danke. Manchmal steht man ja auch beim Reden auf dem Schlauch. Also hier kann ich jetzt auf meine Datei verweisen. Jetzt hoffe ich mal, dass dieses Income Statement sich da gleich zeigt. Natürlich nicht passend. Jetzt kann ich eine alternative Fassung probieren. Die ging vorhin nicht, aber wir drücken uns jetzt einfach mal. Ach, guck mal, jetzt kommt da hier auch. Nee, das ist das Fenster von unten. So. Nämlich, wo ist mein Income Statement? Das ist, glaube ich, hinter dieser Leiste da. Genau. Mein Income Statement. Das kann ich jetzt, den Link kann ich kopieren und den kann ich dann nachher auch noch da einfügen. So, im PowerPoint geht es dann nämlich wieder an der Seite übrigens. So. Also jetzt schauen wir mal, ob er. Nee, das ist immer noch nicht in den MRUs drin. Also machen wir es mal anders. Ihr seht schon, ne, so ganz unhakelig ist das nicht. Ich verstehe das auch ziemlich gut, dass das mit den Demonstrations irgendwie nicht so weit verbreitet ist. So, jetzt haben wir hier mal das Income Statement. Jetzt ist aber mein Word komplett wieder verschwunden. Das macht aber nichts. So, nehme ich das wieder nach oben. Tong, tong. So, jetzt schauen wir mal, ob hier das Income Statement drin. Ja, super. Genau, das will er nicht. Ja, schauen. Da haben wir es. Gut, okay. Prima. Los geht's. Jetzt können wir prompten. Okay, gut. Also, das heißt, wir haben das. Jetzt hole ich mir schnell mal den Prompt-File da hoch. So, Klong. Und jetzt haben wir hier, wie hieß das Ding schon wieder? Contoso Fabricam. Fabricam. Cam. Seht ihr da? So, Klong. Okay, also jetzt sage ich, ihr macht mir bitte eine Speech über dieses Income Statement. Ja. Frage ist, funktioniert es in allen Sprachen gleich gut oder hat Englisch mehr Vorteile? Also nach meinem Eindruck funktioniert es zumindest auf Deutsch auch sehr gut. Das heißt, ich mache eigentlich beides abwechselnd. Prinzipiell darf man davon ausgehen, dass es mehr englischen Content gab zum Trainieren. Also gesagt, das heißt, man müsste prinzipiell davon ausgehen, dass Englisch besser funktionieren sollte. Jetzt seht ihr hier N Tokens in, One Token out. Jetzt ist er da ganz kräftig am generieren. Ja. Und gibt mir einige Aspekte, die halt interessant sind. So, und jetzt seht ihr hier, kann ich halt
noch ein bisschen Input geben. Ja, hier wäre dann mein Chatfenster, wo ich sagen kann, ändere das mal so oder so oder so. Jetzt sage ich, ich möchte das beibehalten. Dann können wir hier mal in den Editor gehen. Aber im Moment passiert gar nichts. Beziehungsweise irgendwie hängt es. Hallo? Also mein Menüband konkret funktioniert nicht mehr. Bewegt. Ah, jetzt geht's wieder. Also hier irgendwie festgefahren. So, genau. Jetzt hier im Editor sieht man, kann ich mir Korrekturen holen. Ja, also für eine formelle Ausdrucksweise ist das recht in Ordnung. Ein Input hat er wegen Prägnanz. Ja, da schlägt er mir vor, statt relativ stabil, stabil reinzuschreiben. Kann jetzt auch hergehen und sagen, das soll eher informell sein. Dann sollte er die Zahlen eigentlich gleich updaten. Ja, genau, seht ihr Verständlichkeit. Das sagte also, statt Sieg soll ich bitte Look schreiben. Und Check auf Watch. Ja, oder also Monitor auf Check oder Watch und so weiter. Also da kann ich mir noch so ein bisschen das so gesehen auf eine Art wie der Designer in PowerPoint. Genau, jetzt können wir das mal speichern im OneDrive. So, ziehe das da mal kurz in den richtigen Ordner rein. Copilot Demonstrations. Speech for Fabricam Stakeholders. Da ist das Ding jetzt. Da ist es. So, das ist jetzt direkt im OneDrive gespeichert, wird jetzt hoffentlich indiziert, ja, weil wir wollen jetzt eine PowerPoint-Präsentation auf Basis von diesem Dokument erstellen. Jetzt können wir hier mal schauen, das sollte eigentlich hier drin liegen. Irgendwo ein Refresh, ich glaube nicht. Also so ein Refresh. Speech, da ist es. Das ist jetzt mal eine Ansprache. Jetzt hole ich hier mal den Link. Den kopiere ich raus und dann starte ich meinen PowerPoint, also quasi meine PowerPoint-Version 2, weil ich habe ja schon einen PowerPoint offen. So, mache hier ein neues Dokument. Hole mir meinen Copilot. Ja. Und jetzt hier seht ihr, da bin ich nämlich vorhin drauf reingefallen. Hier kann ich sagen, erstell mir eine Datei von irgendwo. Ja? Create a presentation from file. So, Plong. Und jetzt gucken wir mal, was er da. Ah, seht ihr, schlägt er gerade vor. Ich füge jetzt trotzdem mal meinen kopierten Link ein, weil das sollte ja funktionieren. Schauen wir mal. Wenn nicht, nehmen wir das aus der MRU, also aus der Liste. Scheint durchzulaufen dieses Mal. Genau, jetzt gibt er mir hier meine Gliederung vor, wie er vorschlagen würde. Genau, so das ist jetzt meine Präsentation, die er gebaut hat. Man sieht es, also das finde ich ist generell zu beobachten, ist recht textlastig. Er ist mit sich selber nicht ganz so zufrieden hier.
Genau, jetzt kann ich halt in den Designer reingehen, oder? Und kann hier natürlich loslegen, irgendwie so. Das sieht doch schon richtig bankingmäßig hier aus. Da ist zum Beispiel jetzt doof, die erste Farbe, die stimmt irgendwie nicht so wirklich, hä? Finde ich. Das ist vielleicht neutraler. Ja, genau, und so weiter. Und ihr seht dann also, man ist recht schnell auf dem Niveau, wo man früher Stunden gesessen hätte. Jetzt können wir ja uns nochmal ein PowerPoint hier reinholen. Hallo, mach mal eine leere Präsentation. Sollten wir die alte immer noch da haben? Genau. Man kann ja mal schauen, wenn wir hier sagen, Create a Presentation. Presentation for the Chairman Board. Also Report. From File. Kann ich ja mal den Key-Link hier nehmen. So. Also Speech, nein. Doch, ja genau, Speech. So richtig. Highlight the positive numbers. Use engaging language and provide positive outlook next year. Mal schauen, können wir mal vergleichen. Jetzt haben wir ein bisschen Kontext mitgegeben. Ob da was anderes rauskommt. So, hier wäre jetzt die eine. Dann kann ich ja mal schließen. Copilot auch, dann wäre es ein bisschen größer. Schauen wir mal, was hier auf der anderen Seite rauskommt. Da macht wohl gerade irgendwer anders auch noch eine Aufgabe für Copilot. Das ist halt ein bisschen Shared Instance. Genau, was ich derweil noch erzählen kann, hier unten sind tatsächlich Speaker Notes. Das finde ich echt ziemlich cool. Ja, also ich, weil das hilft oft. Ja, also. Irgendwie den Faden ein bisschen verliert. Gut, also über das Design kann man sich jetzt, glaube ich, streiten. Er fand das wahrscheinlich engaging. Ja. Also das ist hier das Intro. Jetzt verglichen. Das war das Intro hier. Ja. Oh, okay. Da ist was schief gegangen. Das sah hier deutlich besser aus. Ja. Gut. Wie auch immer, die Folien sehen auch ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt. Hier ist besser. Okay. Ich mache es mal etwas größer, dass man vielleicht was lesen kann. Also hier erzählt er, wie schön das Wachstum. Gestiegen ist und dass die Kosten ein bisschen gestiegen sind wegen Research und Development, was natürlich positiv ist. Ja, wir haben investiert. Und hier macht das so ein bisschen klein, ja, Interest Level hier. Ja. Hier sieht man also die Sprache schon deutlich anders. Es gibt einen Increase von 5%. Ja. Und hier macht er gleich noch einen Kommentar rein. Ja, das ist aber nur weil. Ja, genau. Und dann kommt hier die Conclusion.
Ich mache es mal auf beiden Seiten ein bisschen größer, dann hat man vielleicht eine Chance, das zu lesen. Kann es mal vergleichen. Also es ist unvorbereitet. Einfach mal schauen, wie das Ding so. So, hier, der erste ist recht ähnlich. Ja, da kommt immer noch dieser Kommentarsatz dazu, der das Ganze wieder ein bisschen relativiert. Also das ist so der wesentliche Unterschied. Ja, und dann eben die Future Plans. Genau. Also man sieht leichter Einfluss. Und das ist jetzt, glaube ich, auch klar. Wir sehen ja die System Prompts nicht. Also wir wissen nicht, wie stark der quasi schon vorher eingekästet ist. Wir dürfen mal annehmen, recht stark. Und dementsprechend ist natürlich mein Freiheitsgrad überschaubar. Ja, also was Microsoft logischerweise überhaupt nicht will, ist, dass das Ding irgendwelche wilden Geschichten erfindet. Also wenn Sie ihm sagen, bleib immer bei den Fakten. Und wenn die Fakten natürlich jetzt nicht viel anderes hergeben, dann bin ich auf das geeicht, was ich habe. Ist ja logisch. Genau.